miteinander und willkommen zurück zu Old World mit Torin Gent. Da sind wir wieder mit einem neuen König. Simon ist dran. Tatsächlich ist er zumindest mal 36 nur bei seinem Amtsantritt. Also vielleicht werden wir von ihm etwas mehr haben als von Onyxo, die ja jetzt gar nicht so lange dabei war. Gut. Also wir sollten ihn vermutlich verheiraten. Interessant. Seine Frau muss schon gestorben sein. Ja, tatsächlich. 34, das ist bitter. Zwei Kinder haben sie hinterlassen. Artemisa und Demetrios. Demetrios ist der Nachfolger. Ich glaube, den haben wir sogar zum Taktikstudenten gemacht. Bei dir haben wir noch nichts gemacht. Ich glaube, mit 12 oder mit 14, wo man es auswählen konnte. Na gut, wir werden sehen, was wir aus Artemisa machen. Ja, und hier die rechte Linie, wo natürlich quasi niemand so richtig übrig geblieben ist. Beziehungsweise doch, also übrig geblieben sind sie schon, aber weit weg vom Thron, also die hier ganz weit. Duke Parmenio-Linie. Aber das passt schon, denke ich so. Also, ja, das Ende einer Ära, das ist die Nachricht, dass hier natürlich Onyx so gestorben ist. Und ja, wenn ich Simon bekommt hier quasi seine Erfahrungspunkte. Also gut, suchen wir für dich eine Frau. Ja. Ich würde sagen, wir suchen uns eine slowakische Frau vielleicht. Vielleicht kommt ja auch ein Angebot direkt nächste Runde, das von einer anderen Nation. Vielleicht warten wir das noch ab. Wir haben ja eigentlich schon Nachfolger, das heißt, eigentlich eilt es nicht. Ist natürlich nur gut, ne, weil die Person dann entsprechend unsere Werte hier nochmal erhöht, aber warten mal eine Runde, vielleicht kommt ein Angebot. Tatsächlich. Ah, es ist natürlich aber nur eins von unseren eigenen Leuten, okay. Matrodora aus Theben oder die Idemia, die Ambassadorin. Ah ja. Sie wird etwas älter, wird uns Charisma bringen, was uns wiederum tatsächlich mehr Gesetzesgenerierung bringt, aber nur geringfügig. Ah, das würde ich fast besser finden hier. Metrodora. Sie ist auch gleich alt wie er. Genau, ist so ein bisschen Feigling, was jetzt nicht ganz so schlimm ist, würde ich sagen. Bringt uns aber mehr Gold, wegen der Disziplin und mehr Wissenschaft. Oder Weisheit. Machen wir das so? Ah ja, genau, jetzt brauche ich einen neuen Gouverneur in Athen. Das hat ja die ganze Zeit jetzt gemacht hier, Onyxo. Ja, das zwei Leute haben hier im Angebot. Ich denke, wir bleiben tatsächlich bei unserem, ja, bleiben dabei bei der alten Tradition. Auch Simon wird hier der Gouverneur werden in Athen. Das Kämpfen überlassen wir in dieser Generation noch den anderen. Wie gesagt, unser Nachfolger ist ja dann eher zum General getrimmt. Mercenary Spearman. Wir könnten einen Speerträger anheuern. Ich denke, das werden wir auch machen. Wow. Preise von Nahrung sind massiv hochgegangen. Schaut euch das mal an. Für 100 kriegen wir 900 Gold. Und wir überschwemmen den Markt ein wenig mit Nahrung und bauen dafür ein bisschen Kasse auf hier. So. Nicht, das kann nicht schaden. Der kann theoretisch auch direkt nach oben dann gehen. Uns ja schon auf den Feind zu bewegen. Ja, und eigentlich hätte ich auch schon ganz gerne einen Kriegselefanten. Bogenschützen. Geht auch hier sehr schnell das Ganze rekrutieren. Naja, machen wir erstmal die zwei Arbeiter, die hier noch dazu kommen. Ja, und jetzt vielleicht auch mal demnächst so. Wir haben es ja schon ein bisschen angefangen eigentlich. Jetzt schlag mich tot. Wo war das denn? War das nicht eigentlich hier? Wir die Straßen durchgebaut haben. Ich sehe aber keine Straßen dort. Naja, wir werden dich mal hier upgraden, wenn ich dich schon so sehe. Bogenschützen. Genau, ach, da ist tatsächlich jetzt, ja, mit 12 ist es also. Ja, mit 12 Jahren, da kann man die Kinder losschicken, dass sie was lernen. Wir werden sie wirtschaftlich ausbilden, wäre das vielleicht eine Idee. Wäre sie vielleicht nochmal eine gute Gouverneurin.
Also mal Philosophie studieren, das gibt uns, das würde uns dann mehr Forschung geben, eventuell, je nachdem, wo wir sie einsetzen. So. Ach, wir sollen hier noch einen Hafen bauen. Adjacent Netz plus 40. Ja gut, ich meine, das ist natürlich super, ne, weil hier sind halt die Netze. Wir können auch da oben noch einen Hafen bauen. Das bringt uns hier ordentlich Gold. Ach ja, wie könnte ich denn dazu Nein sagen? Haben wir noch mehr Arbeiter frei? Du bist frei. Ja, das große Ziel, das können wir tatsächlich hier mal bauen. 12 Runden lang 600 Stein und es wird uns noch einen Punkt geben. Kultur pro Jahr plus 4 und die Verbesserung kosten weniger hier. Ein Team? Ja. Ist jetzt nicht das krasseste Wunder, aber ja. Bauen wir es mal. Also gut, hier, ja, mehr Farmen hätte ich gesagt. Zunächst einmal. So, wir haben unser Geld, das hat sich jetzt massiv verbessert in letzter Zeit. Also auch schon vom Einkommen her. Jetzt haben wir ja noch so viel auf Lager. Hier, genau, wow, die nächste Lumber Mill. Wir sollten auch mal in, so hier oder so auch mal ein Amphitheater oder sowas bauen. Oh man, stell dir mal, wie schön das alles aussehen wird. Wenn da überall Texturen drauf sind. Vielleicht ein bisschen mehr Umarbeitung und das nicht gesehen. Weil Village, kann es sein, dass das aus dem Hamlet, wenn es größer wird, eine Village wird? Wenn man mehr nebeneinander hat, kann das vielleicht sein? Oder ist das das Grundmodell vom Hamlet? Und ich habe das einfach nur mal fehlinterpretiert. Da war doch vorher nur ein Häuschen. Wo haben wir denn ein neues Hamlet? Bist du eins? Ja, du bist eins. Bin mir sicher, dass das hier Little Town in 18 Jahren. Ja, ja. Das ist, glaube ich, echt so. Das ist ja noch geiler, ehrlich gesagt. So, und da ist es jetzt schon eine Town. Höchste Stufe, gibt uns sogar noch Wachstum. Und plus 20 Gold. Das ist ja auch eine sehr schöne Mechanik, dass sich weiter wächst. Richtig. So, pfusch dich hier mal ran. Da vorbei. Na und ja, das ist die erste babylonische Insel. Ist noch ein Island. Ist natürlich auch schon Babylonia drauf. Eigentlich ist sogar Assyria drauf. Okay. Ach, und hier ist tatsächlich ein Angriff am Laufen bei Gades. Konnten wir erstmal so weit abfangen, würde ich sagen. Sie haben es natürlich geschafft, hier schon Sachen zu plündern. Hier noch mehr Leute, das ist nur diese eine Einheit. Die sollte aber normalerweise ausreichen. Könnte ich dich noch rüberschicken? Ja, zurückschicken. Weil die Stadt liegt ja eigentlich relativ gut geschützt hier in der Mitte. Bring mich mal darüber, an die Grenze. So, dieser Spearman. Wollen wir dich erst wenigstens einmal verbessern, bevor wir dich losschicken? Lustig. Wellen dann kämpfen. Verbessern. Es ist manchmal, ja, die nutzt mehr Stärke grundsätzlich oder halt in irgendeiner speziellen Situation mehr Stärke. Machen wir dich mal zum Ranger dann. Wird schon passen. Nächste Einheit, das bist du. So, und du bist hier auch auf dem Weg nach Norden. Bekanntlich, um Perser anzugreifen. Genauso wie du. So wie du. Wir uns schon wieder hier, ich mache massiv die Befehle aus. Könnten wir hier mal kurz kaufen noch hier, der noch weiter vorkommt. Dass zumindest halt immer zwei sind. Starker auf dieser Insel, ne? Wir werden sicher irgendwann zum Thema werden. Hier, yeah. Also der Arbeiter hier ist fertig geworden. Ja, uns wird hier tatsächlich empfohlen, hier zum Beispiel einen Spezialisten zu bauen. Das werden wir direkt machen. Wir haben hier noch gar keine. Ja.
denkst du hier, ja, im Prinzip. Apprentice. Ja, komm, wir hauen jetzt einfach mal ein paar Spezialisten raus. Auch hier auf dem Holz und da. Und Wachstum. Und hier. So, dann sind wir hier versorgt. 6 Spezialisten. Sollten hier den Output massiv steigern in Korinth. Gades. Das gute alte Gades. Sich auch noch 7 mögliche Spezialisten. So, mach mal den hier. Oh Gott, 9. Naja. Du bist die Stadt, die absolut kein Wachstum hat. Können die noch nicht auf keine Weise hier. Ja, ist das nur eine Stadt, um Leute zu rekrutieren? Und Kriegselefanten bauen. Okay. Das könnte man natürlich machen. Festival abhalten. Ja, so Lebenshalte, ja, die werden halt alle genau dadurch gebaut. Jemanden reinsetze. Kultur und Nahrung. Aber kein Wachstum. Hier gibt es ein bisschen Wachstum. Mach mal das. Das auch schon 9 Runden dauert. Ganz schön übel. Ja, mach erstmal das und dann überlegen wir uns weiter. Also wir müssen hier, eigentlich brauchen wir hier unbedingt so viele Arbeiter, deswegen brauchen wir ja nach denen welche. So viele Arbeiter. So, das Jahr ist vorbei. Sehr viel Bewegung gemacht. Ich denke auch. Gewachsen. Ich denke, der Deal, den wir mit dem Nado gemacht haben, der war schon super. Ach, jetzt stehen noch mehr. So, Antonia Julia, Queen Dowager, unsere Mutter. Ja, das macht besser unter der Disziplin. Ist sie denn... füllt sie irgendeine Rolle aus? Das ist die Frage. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ja, gib mir einfach mal mehr Disziplin. So, die taktischen Studien von Demetrius sind vorbei. So sieht er aus. Unser Sohn ist erwachsen geworden. Ja, wie soll er denn beitragen am besten? Ein disziplinierter Anführer. Dann als Taktiker, als kühler militärischer Kämpfer. Rage next to Kansashi ist dann outside borders. Wir werden zu einem disziplinierten Schlachtfeldkommandanten machen. So, und er kann ja dann direkt, wenn ich das noch hinbekomme, dann das Kommando übernehmen über diese Truppe hier. Demetrius. So, und dann werden wir ihn auch nach Norden schicken. Hier wird das den Feldzug hier anführen gegen die Perser. Genau, du bleibst einfach hier drin. Als Sentry stehen. Wir könnten auch hier nochmal einen General hinzufügen. Ariander von Athen. Ja, nicht so schlecht. Ich glaube, er ist schon etwas älter, aber er hat eigentlich ganz gute Skills hier. Dann warten wir nämlich hier tatsächlich mal kurz auf die Truppen, die hier noch kommen. Könnten wir nochmal bessern. Kurz zum Aggressor, genau. Gut. Du auch weiter nach Norden. Das heißt, es sei keiner unserer Arbeiter so richtig in der Lage, sich zu bewegen. Ja. Das reicht leider immer noch nicht. Erledigen. Das wird bitter. Kannst du mir das von hier aus mal schießen? Gut. Ja, jetzt müssen wir bloß noch einen Arbeiter her schicken, der das repariert wieder. So, ein solider Anfang. Hier.
Genau, also er will ja hier unsere Beziehung auf dem soliden Fundament aus Stein aufbauen. Und zwar dem Stein aus unseren, genau, den Stein aus unseren Quarries. Das könnten wir machen. Ach ja, guck mal an, weil er tatsächlich ein Mason ist, okay. Ja, dann akzeptieren wir natürlich das, den Stein. Nein, wir schicken den Stein so. Sie sollen diesen Stein akzeptieren als, naja, nicht als Tribut, sondern als Gabe der, als, ja, Zeichen unserer Großzügigkeit, so kann man es sagen. Tempelhymnen. Okay. Also die Hohepriesterin aus Theben hat sich quasi an uns gewandt. Sie gibt die offiziellen zarathustrischen Schriften aus, oder Gesänge, könnte man vielleicht sagen. Diese Komposition, ja, die Komposition, die ihr gerade gehört habt, war der Kater, der miaut. Jetzt werden die Armen und die Verletzten zu einem Glauben inspirieren. Und die zarathustrischen Anführer haben nach unserer Unterstützung gefragt, diese gute Sache, Themen zu verbreiten. Okay. So, alle können kommen, um die Segnung quasi zu bekommen. Das würde tatsächlich den Familien nicht gefallen, aber der Religion an sich schon. Sehr interessant ist, ne? Ihr seht ja, die hat quasi nur einen eigenen Balken hier. Wir könnten Gebühren dafür verlangen, oh Mann. Das würde uns prosperous machen. Kulturlevel als Gouverneur. Oh, das ist natürlich echt nicht schlecht eigentlich. Die Leute in Theben ein bisschen ärmer machen. Also sieht ja, wie sowas zustande kommt, ne? Hey, das hört sich echt gut an. Ja, den Leuten wird es nicht so gefallen, aber ja. Ja, und das hier, ja, wir sollten die Religion als Staatsziel mit in unser, also mit aufnehmen. Dann bekommen wir Orthodoxie sollten wir dann bekommen als Gesetz, beziehungsweise wir können es dann auswählen. Wir sollten es auswählen, so rum. Yeah. Ja, Toleranz ist, ja, Toleranz entsprechend, ne? Orthodoxie ist natürlich, dass wir, ja, in allen Städten, das macht halt mehr Kultur durch Städte, also durch die Towns, durch die kleinen Verbesserungen. Und minus 1 Unzufriedenheit pro Jahr, Toleranz, und die Orthodoxie macht, naja, plus 2 Gesetze pro Jahr in allen Städten der Region, aber da finde ich die Toleranz sehr viel besser, ehrlich gesagt. Erheblich besser. Ja, also da sehe ich keinen Grund, dass wir in die Richtung gehen sollten. Das würde diese Lokiten wieder sehr unglücklich machen. Ich denke, wir müssen tatsächlich das hier machen. Ja, die Leute sind das, was sie am ehesten irgendwie zufrieden bekommen. Ja, wenn es hart auf hart kommt. Auch in Themen, wenn sie jetzt auf Level 3 hier schon sind. Natürlich wird die Stadt dadurch immer teurer, aber wir können das ja eventuell verbessern. Indem wir zum Beispiel ein Festival abhalten. Genau. Ist der Steinkater als nächstes. Okay. Ja, ich denke, dass. Na, wollen wir das vorschieben, das Festival sogar. Ah, ne, machen wir so. Festival und dann der Steinmensch. Okay, lokale Briganten. Ja, der Kommandeur einer unserer Gespannbrigaden hat sehr viele Berichte darüber erhalten. Und dass es ja eine Menge Plünderer und Diebe gibt, die über die Straßen unserer Nation huschen. Ja, und er sucht uns jetzt auf wegen der Unterstützung, um wieder die Sicherheit herzustellen. Ja, wir schicken ihn los. Er soll die mal jagen gehen hier. Ich bin gespannt, ob das noch weitere Events gibt. Darauf folgen.
okay, der Arbeiter hier. Der Arbeiter hier sollte vermutlich... Ja, der sollte vermutlich mal nach Gades gehen. Noch überlegen, wir könnten einfach... Naja, was heißt einfach? Gades ist ja auch nicht angeschlossen. Den willst du ja bauen. Ich meine, das würde schon viel ausmachen, aber ich traue es ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich könnte auch von hier oben nach da eine Straße bauen. Das würde ich eigentlich relativ sinnvoll finden. Glück ist Straßenbau relativ schnell, dauert nur ein Jahr. Das ist ein Geschick, wenn wir das von beiden Seiten angehen würden, eigentlich. Bauen wir hier das Wein. Groves hier, so. Mehr Essen. Vielleicht ist es auch nicht auch da für die andere Stadt, also da würde ich eigentlich auch ganz gerne mal Wein anbauen. Mal hier hin, bisschen scouten. Ist doch eine persische Stadt. Sind auch noch immer mit den Persern im Krieg. Ja. Dann werden wir gleich hier... Okay. Ja, die bekämpfen ja, glaube ich, die Gallier. Das kann sein. Also sie haben auf jeden Fall jetzt Truppen, das haben wir zumindest so viel haben wir gesehen. Oh, diese ist sogar etwas größer. Sind wir so weit weg davon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da noch irgendwie zum Kolonisieren kommen, so richtig. Naja, ich habe schon gedacht, dass es drauf jetzt hinausläuft, dass wir diesen Scout hier verlieren werden. Onkel Duke Parmenio ist jetzt sehr krank. Ist hier das aber auch entweder ein Gouverneur oder was? Academy. Was denn ausgewählt? Na gut, wir müssen mal gucken, wo wir das durchführen können. Zunächst mal eine Handelsmission aus Babylon. Akanz Actiomenes hat erfolgreich die Mission, ach ja, wir haben ihn ja losgeschickt, das Handelsnetzwerk mit Babylon aufzubauen. Ja, wie soll jetzt jede Seite von diesem Deal hier profitieren? Ja, geben wir denen den Befehl, ehrlich gesagt. Wir bekommen dafür mehr Metall. Genau, wir handeln also mit Eisen für weise Worte. Ja. Noch mehr Briganten. Oh nein, oh, gute Nachrichten tatsächlich. Unsere Wagengeschmiede haben es tatsächlich geschafft, die Briganten zu besiegen und die Straßen sind jetzt wieder sicher. In einer, ja, heftigen Schlacht haben sie die meisten Banditen erledigt und die Überlebenden dann in die Winds zurückgejagt. Und XP für unseren König und für Chariot. So, dann können wir hier vielleicht gleich mal ein Upgrade machen, oder? Mach mal hier gegen Fernkämpfer. Dann haben wir das gleich wieder genutzt. Und, ja, was machen wir jetzt hier? Ihr heilt euch erstmal. Weiterhin. Das war ja. Ja, es waren also nur normale Barbarenlager, nichts Außerordentliches hier. So, dann bleibt es nur zu warten, bis, Gott. Sechs Runden Zeit. Wir müssen echt jemand drunter schicken. Bis fertig, ne? Ja. Wir werden die Straße einfach von unten nach oben bauen. Wir müssen jetzt mal kurz diese Verbesserung hier retten, bevor sie verschwinden. Wenn wir die Straße ganz gebaut hätten, wäre das zu langsam geworden. Ja, bauen wir hier die Farm. Dann haben wir eigentlich die Stadt hier ja schon fast wahrscheinlich verbessert, Hypotegios. Hier runter, da runter.
In Athen der nächste Arbeiter. Gibt es da irgendwelche Wunder, die sich lohnen würden? Ja, die Akropolis auf einem Hügel. Mit so viel Geld, wir könnten uns, glaube ich, sogar leisten, hier gut was einzukaufen davon. Naja, oder auch nicht. Oder auch nicht. So, baust du nicht da hinten die Stronghold? Haben wir hier nicht schon eine? Nicht. So, das Ministerium. Dann bau erstmal die Farm. Da kriegen wir ja wegen dem Wachstum, wird ja alles dann noch schneller. Unglaublich schon groß ausgebreitet hier Athen. Finde ich richtig gut. Langsam ist unser ganzes Terrain hier auch quasi zusammenhängend. So, ihr seid ja alle nicht verbunden. Oder? Ihr seid alle nicht verbunden. Das heißt, eine Straße hier nach unten zu bauen, wäre auch mal angesagt. Ja. Bald wollen sie diese Ministerien bauen. Hierhin. Auch eine Straße. Du bist der nächste Arbeiter. Ja, du baust jetzt auch die Straße hier. Wir ziehen das jetzt mal kurz durch. Bis nach Athen. Und du hier hast eine Lampe mit dem Gebau. Eigentlich bist du eigentlich gerade fertig geworden, der nächste Arbeiter. Du bist auch fertig. Dann bau du hier die Pasture. So. Weiterer halber Befehl für uns. Ja, und was bauen wir denn jetzt? Das nächste ist in Elis. Ja, das ist ein Ressourcengebäude, seien wir mal ehrlich. Nee. Wieder gar nicht mehr weiter. Na gut. Dann ab zur nächsten Einheit. Die Frage, wo man die Leute aufstellen soll, damit das wirklich effizient ist. Ach, die kann man auch upgraden, ganz ohne. Ja. Hier gegen Barbaren. Sich verbessern. So. Und du gehst auch nach Norden. Und ihr hier. Was ist es eigentlich ja nicht mehr? Darüber und darüber. Ich denke, wir kaufen uns mal noch zwei Befehle mindestens, dass wir den Schützen hier noch nachziehen können. Ein bisschen weniger Schützen, ehrlich gesagt. Ihr seht ja, die haben ja immerhin Truppen. Ich glaube fast, wir sollten sogar noch warten, bis der hier oben ankommt. Und vielleicht auch ihn noch mitschicken. Ah. So langsam, ja, geht unser großer Vorrat hier oben zu Neige. Jetzt wollen sie das Forum bauen. Problem ist, ich glaube, dass wir in Sparta, da hatten wir doch irgendwas davon, genau, Forum schon auf 3, auf 2, also macht noch ein Forum. Das andere waren Treasury und Akademie. Treasury auf 2, mal hier, so, und irgendwo in der dritten Stadt werden wir uns die Akademie verbessern, beziehungsweise die Akademieverbesserung angehen. Genau, aber all das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, ciao, euer Torrent.